Hallihallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Pokémon Schwarz. Ja, wir haben es endlich in die nächste Stadt geschafft, diesen Namen ich vergessen habe. Deswegen gehen wir jetzt nochmal in die Elektrolythöhle hin. Einfach nur um so zu tun, als ob ich den Namen der Stadt kenne. Wir sind natürlich in Panaero City. Das habe ich sofort gewusst. Und was ist das? Das ist ein Schild. Ah, hätte ich auch einfach mit einem Schild reden können. Da haben wir schon den Alena-Leiter getroffen. Und wir haben noch irgendjemand. Ach ja, den Mann von Professor Eich. Nee. Lind. Nee. Esche war das. Sorry, mehr Bäume kenne ich. Doch, Birke kenne ich noch. Gibt's auch Professor Birke? Wer bist du? Vom Flughafen von Panaero City heben ausschließlich Frachtflugzeuge ab. Trainer, die selbst fliegen wollen, sollten sich der Attacke Fliegen bedienen. Kann ich hier klauen? Kann ich hier so ein Flugzeug kapern? Freier Fall. Das klingt nach einer echt tollen Attacke, die ich echt unbedingt lernen möchte. So, wir sind ja noch dabei, unsere Pokémon irgendwie zu trainieren. Ja, Valkyra müsste auf jeden Fall noch mal ein bisschen Liebe bekommen, dass sie Level up geht. Wenn du aufpasst, kannst du von mir aus auf der Landebahn spielen. Klar, ist gar kein Problem. Denn hier landen täglich nur eine Fracht mal. Ja, ist gar kein Problem, also. Willst du schon, Habi? Mich faszinieren Flugzeuge. Die elegante und formvollendete Gestaltung der Maschine. Oh, meine Nippel werden hart. Die Zweckdienlichkeit ihrer Mechanik. Oh. Alles perfekt auf den Flug abgestimmt. Okay, ein Objektophile scheinbar. Das ist schön. Ich spiele jetzt hier auf der Landebahn. Mal sehen, ob ich tot gerollert werde. Opi! Will man schmackhaftes Gemüse züchten, muss man das Gewächshaus in der Nähe eines Flughafens bauen. Da gibt's Nährstoff, Luftfeuchtigkeit und richtig viel... ja, Kram halt. Jetzt echt ernsthaft? Die haben hier wirklich... Kann ich da irgendwo rein? Haben die Türen? Ne, die haben keine Türen. Okay, kommt keiner rein. Schade. Hey, die will kämpfen. Oh, die will auch nicht kämpfen. Menschen und Pokémon haben seinerzeit mit feinen Kräften ein unwirkliche Ödnis wieder unurban gemacht. Diese tatkräftige Gemeinschaftsgeist von einst werde niemals schwinden. And it's gone. Zed looks voll nach der Arena. Ich vermute mal, ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber ich vermute... Was ist das? Zustelldienst. Schnell, sicher, wohin auch immer. Ich vermute mal, dass der hier Vogel-Pokémon hat. Weiß auch nicht, wie ich darauf komme. Jetzt sind wir Route 7. Ah, sprech nicht mit mir. Was ist das hier? Was ist das da oben? Was? Hilfe. Hilfe. Bitte, misshandelt mich nicht. Was ist das da oben? Da ist ein Bobbele. Ein Guck mal da. So, Valkyra kriegt das doch garantiert hin. Ein Guck mal da. Oh, ist ja sogar schon fast tot. Nice. Das ist sehr schön. Ja, komm, den lavinisieren wir weg. Kriegst erstmal den ganzen Damage und dann... Ja. Kriegst du ihn immer noch nicht tot. Was machst du? Was für eine Galerie? Ich konnte nicht so schnell lesen. Ich kann nicht so schnell lesen. Ja, das macht Valkyra doch das Level up. Nice. Entwickelst du dich schon? Ich weiß nicht mehr, wann sie sich entwickelt. Ich habe auch nicht geluschert. Es wird völlig überraschend kommen, wenn Valkyra sich entwickelt. Ich weiß nur, da Level 37. Und den Rest weiß ich nicht mehr. Warum ist Valkyra eigentlich jetzt schon so angeschlagen? Ah, das ist ein Pokémon-Trainer. In Hohengras gibt es nicht nur starke Pokémon. Ach, da gibt's nur starke... Echt? Ist das so? Weil das wächst uns ja über den Kopf hin. Was für ein Ding? Über den Kopf hinaus. Ach, Diskeschnuffel. Das ist doch bestimmt wieder so ein Käferboden-Mistvieh. Ja. Valkyra braucht dringend neue Attacken. Damit sie nicht immer so Schmerzen hat, wenn sie getroffen wird. Das hättest du ruhig mal töten können. Finde ich jetzt mal so. Ach, Valkyra, was mache ich mit dir? Du brauchst unbedingt ganz dringend neue Attacken.
Ganz, ganz dringend sogar. Komm mal hier. Das da. Das war sogar sehr effektiv. Ich wusste es natürlich, aber ich wollte es nicht so. Das ist echt geil mit den Dingen. Vegeta. Ich weiß nicht, was eine Vegeta ist. Ach, das ist hier von Vegimark, die Entwicklung. Kannst du mich mal bitte aufhören, deinen Samen zu bombardieren? Danke. Müssen wir ja gleich erstmal zurück und Valkyra wieder auf Vordermann. Oh, Alter, 2100, das ist ja ein Level-Up. Alter, geil. Ey, dieses Glücksei, ne? Das ist... Ich könnte jetzt natürlich sagen, wie mein Ei, aber wenn du dich ja echt cool, stark... Ich war gerade ein bisschen von meinen eigenen Aussagen schockiert. So, ab ins Pokémon Center. Wir müssen Valkyra wiederholen. Aber dann kann man da ja vielleicht ganz gut die Pokémon trainieren, wenn da immer Entwicklungen sind. Müssen sie heute unbedingt alle Level up machen. Unbedingt, also entwickeln lassen, unbedingt. Müssen mindestens alle Level 40 werden heute. Okay, so viel schaffe ich auch nicht, aber es ist schon 16.15 Uhr und warum soll ich ja eigentlich hier oben laufen, damit ich das hohe Gras ummeide, wa? So, Süße. Die Holzplanten sind tückisch. Du darfst nicht auf ihnen verweilen, sonst fällst du runter. Also komm her, komm her! Okay, okay. Was wäre das wohl geworden? Ah, da war ein... Da war... Valkyra, das ist jetzt auch nicht gut, dass du da bist. Es tut mir leid, aber es ist nicht gut. Das könnte wehtun. Valkyra, das wird dir sogar wehtun. Das wird dir sogar sehr wehtun. Es tut mir echt leid. Das wird ja sehr, sehr, sehr doll wehtun. Es tut mir echt leid. Es tut mir echt leid, aber da weißt du wohl ein bisschen, und da ist nicht sehr effektiv. I'm so shocked at the moment. Echt nicht? Bin noch ein bisschen aufgedreht. Aber das merkt man nicht. Valkyra, was mache ich jetzt mit dir? Könnt ihr natürlich die Kapitisierung erholen hier. Mit ein... Wie ist denn das hier? Da. Ja, komm, denn vielleicht macht er noch Verfolgung oder sonst irgend so ein Schnitzelkram, dann ist der Ende aus. Ja, siehst du. Wenn du jetzt das nächste Mal triffst, dann sind wir alle ganz stolz und also das nächste Mal auch darfst, also Schockwelle, also du weißt, was ich sagen will. Ja, schön. Oh, da war so ein... Oh, Mann. Ist echt geil, hier die Pokémon hier zu besiegen. Ist es noch da? Life ist so painful. Oh Mann. Oder war... Da hat Gras gewackelt. Und darum hätten wir vielleicht einen kleinen Holländer finden können, der uns ein bisschen was verkauft. Oh nee, scheiße. Mann, man weiß doch, dass sich die kleinen Holländer immer im hohen Gras verstecken. Jeder weiß das. Verdammt. Oh Mann, ich ärgere mich voll. Oh, wir sind nicht hingekommen. Oh. Oh Mann. Okay, jetzt aber. Jetzt rubbelt da aber was. Achso, ich plankisiere da drüber. Ha! Ein Slackliner. Oh Mann, ich ärgere mich total. Oh, das ist echt scheiße. Oh, da war wirklich da so ein Zappel-Philipp. Kyra muss dringend sich entwickeln.
Aber Kyra kriegt hier wirklich immer Probleme drinne. Das ist nicht schön. Also wirklich nicht, das gefällt mir gar nicht. Weil wir halt nicht Eisstrahl oder irgendwie sowas haben und sie hat halt auch nichts anderes, womit sie Damage machen könnte. Diese Spiegelsalven, das ist jetzt ja auch nicht so... Oh. Dass das irgendwie Damage macht, ne? Das ist ja auch ein bisschen... doof. Ärgerlich. Oh, alle paar Meter ist da so ein altes Bambi, der irgendwie Aufmerksamkeit will. So ein Sesam-Kitz, ey. Deswegen hast du auch da diese Punkte auf dem Rücken. Das ist in Wirklichkeit Sesam. Deswegen heißt es ja auch Sesam-Kitz. Gebodychecked. Mich entkommen, Alter, sonst rege ich mich wieder leicht auf. Haben wir schon einmal gehabt. Will die nochmal haben. So. Wir haben irgendwo Tränke. Stimmt, ganz oben, wa? Ja. Ich will, dass es Valkyra gut geht, deswegen, Oh, meine Güte, ey. Wirklich. Oh, das können wir aber vernichten. Das ist gut. Das können wir vernichten, ey. Das können wir übrigens, ja, man könnte jetzt sagen, wir bringen ihr das Fliegen bei, aber... Ja, wir brauchen keinen Navi-Taub, das... Wir brauchen echt keinen Navi. Das schaffen wir ohne Navi. Hey, Scanner. Kriegst ein Klatschi für. Mann, nicht wieder Scanner. Richtig spät gesagt, ne? Da ist schon längst Windschnitt. Da hatten wir schon den Damage bekommen, da habe ich das erst gesagt. Ah, schön. Müsste auch wirklich so bald sein, dass sie sich bald entwickelt. Valkyra wird, glaube ich, bald groß. Dann ist sie dann schon doppelläufig? Oh, Alter, ist hier wirklich jeder zweite Schritt irgend so ein scheiß Pokémon wieder? Oh, Mann, sowas geht nicht. Das geht nicht. Tschüss. Oh, ich hasse das, wenn ich nicht blühe. Ich möchte da wirklich... um mich schlagen. Das ist so sehr, wenn man einfach... Wenn man die ganze Zeit verzweifelt versucht zu fliehen und das Pokémon, das klebt ja an den Arschbacken, Alter. Und wenn du da Honig kleben hast und... Oh, ganz gern nochmal. Das ist einfach so anstrengend. Oh, der will sogar kämpfen, schön. So was aber auch. Du bist ja gar kein Pokémon, sondern ein Trainer. Okay, was willst du? Was für ein Ding? Ah, Mebrana, warte, das ist dieses Wasser. Dings da. Ja, das ist, wie gesagt, da fehlt Valkyra so ein bisschen die Geilheit da, irgendwas. Fertig zu machen. Die kann halt auch nichts, ne? Kann aber auch einfach nichts. Aha. Du nervst. Langt das ja sogar schon für eine Entwicklung. Also für Level Up. Ach, natürlich nicht. Karapendra. Da kämpfen wir natürlich weiter, weil da ist schon... Ach, das ist ja unser Pokémon. Schön, dass ich nicht mein eigenes Pokémon kenne. Wir büdeln da mal. Und geben Valkyra einfach mal einen Supertrank. Da freut sie sich. Ja, der macht sowieso nur Spacko-Schilder und dann... Natürlich ein Volltreffer. Natürlich überlebst das. Ja, ich gebe es Valkyra wieder hier und dann... Ich will ja, dass sie Level abkommt, weil ich habe das Gefühl, dass sie entweder nächstes oder das Level danach sich entwickelt. Und das ist ja doch schon hilfreich, wenn Valkyra sich mal entwickeln würde.
Wenn er vielleicht mal nicht ständig Volltreffer macht. Der müsste sogar gar nicht mal wenig EXP geben, weil dritte, zweite Entwicklung und ja, es sieht schön aus. Wer Kürer, wer nichts lernt. Schnotthelm. Was für ein Schnotthelm? Ich weiß ja nicht mal, was das ist. Ja, aber Piet ist immer eine gute Lösung. Ich weiß nicht, was ein Schnotthelm ist. Schnotthelm. Ich weiß nicht. Ich weiß es immer noch nicht. Ja, aber ich denke mal, das sieht aus wie ein Boden-Pokémon. Stahl. Was bist denn du? Sprich. Du bist ein Ritterhelm und da drin ist irgend so ein... Weiß ich nicht. Warum mache ich einen Giftschock? Habe ich überhaupt noch Ahnung von dem Spiel? Natürlich, weil der tötet, Mann. Habe ich doch gewusst. Du bist kein gewöhnlicher Trainer. Nein, du bist ein sehr starker Trainer. Ja, ich habe auch deine Stimme vergessen, aber macht nichts. Oh, Valkyra, ich dachte wirklich, du wärst soweit. Ah! Ein Zebrix. Zetrix. Zebra. Ja, ich opfer Valkyra schnell mal, ne? Damit ein anderes Pokémon. Ich habe vergessen zu tauschen. Es tut mir leid, Valkyra. Da musst du sterben. Das ist... Ist Schwund. So, das ist doch genau Bebops. Weißt du was? Das kann eigentlich auch Piet machen. Piet kann das auch. Das hört sich so an, wenn er das macht. Dann macht er blablabla. Ich komme damit einfach nicht klar, dass du Feuer attacken kannst. Ich meine, es scheint nicht wirklich gut zu sein, die Technik. Dieses Zuckeln. Dann noch dieses lange gliedartige Pokémon und dann... Bin sehr einsam. So, jetzt tausche ich aber mal das Pokémon. Und das hat übrigens sehr viel EXP gegeben da. Ein Hyperball. Mhm. Aber ich habe seit langem mal wieder rubbelnde Büsche gesehen. Och nee, komm. Spiel auf dem Spielplatz, ey, aber nicht hier bei uns Erwachsenen. Piet hat keine Entwicklung mehr. Schade. Vielleicht aus der schönen Raupe wird kein hässlicher Schmetterling. Das ist traurig. Piet wäre so gerne ein wunderhässlicher Schmetterling. Hat er mir mal gesagt. So geheim in einer dunklen Kammer. In der wir nur waren, weil er allergisch gegen Sonnenstrahlen ist. Da kriegt er immer Pickel. Niemand will eine Raupe mit Pickeln. Also wirklich nicht. Muss sie wieder Klerasil holen oder sowas und dann. Ja. Nee. So. Warte. Ich muss natürlich jetzt wieder gucken, ob hier irgendjemand rubbelt. Boah. Mann. Oh, das ist gut. Das machen wir weg. Vor allem, die sind Level 29. Die sind fast auf dem Level, das wir sind. Und das ist schon geil. Dann ist das immer eine Entwicklung und alles. Das ist schon ganz cool, hier zu leveln. Kannst du sagen, was du willst. Wer hier paralysiert. Dann komme ich aber zu dir nach Hause. Weil 800, nochmal so eins und dann haben wir das geschafft, ne? Du sprichst mich also tatsächlich an. Ein Trainer von Format, so mag ich's. Hier, dieses TM ist für dich. Ladestrahl. Oh, das ist ganz cool. Glaube ich. Mit Ladestrahl kann ein Pokémon den Wert eines Spezialangriffs erhöhen. Mit etwas Glück werden seine Attacken also immer stärker und stärker. Ich glaube, das kann Klick schon, ne? Ich glaube, soweit war Klick schon.
Ich wollte zum Turm des Himmels, aber ich habe mich verirrt und bin hier versackt. Ich bin hier verreckt. Ich bin Geist. Was ist denn dabei? Ein Grill. Schilding. Ach, die Entwicklung. Grill Cheetah. Jo. Das kriegen wir tot. Warum guckst du eigentlich so deprimiert? Und ein bisschen zugekifft. Mit deiner schwulen Stola. Sehr schön. Das schreit nach Level Up. Jetzt verstehe ich, solange ich stillstehe, kann ich auch kein Ziel erreichen. Wow, jetzt hast du es erst verstanden? Jetzt hast du es erst verstanden, dass du dich bewegen musst, um dich zu bewegen? Wirklich? So weit ist es gekommen. Deine Mami, dich aber mal fallen lassen, wa? Gut, wer wohnt hier? Nein, jemand, die mit Samen spielt. Ich liebe ja die Attacke Megasauger und Gigasauger. Die Kampfpunkte des Gegners werden weniger und die eigenen mehr. Sag ich mal nichts, dass du das als... Sag mal, hast du dir dann schon ein Sedimenture geschnappt? Also, falls du ein Sedimenture hast, würdest du das vielleicht gegen meinen Emulgar tauschen? Verstehe, ich sprich mich einfach wieder an, wenn du ein Sigi... Ich weiß nicht mal, was ein Sedimenture ist, aber ein Elmoga will ich dir nicht geben. Ich will dir nicht Elmo geben. Wir gehen da durch, das ist immer noch besser. Habe ich schon Pokémon getauscht? Bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube nicht. Doch. Echt? So schlau bin ich? Manchmal überrascht meine eigene Intelligenz mich ja selber, ne? Natürlich. Müsste ein Level-Up sein, wa? Na gut, gibt nur 400. Schade, fast. Aber jeder Schritt kommt sowieso ein scheiß Pokémon an und will wieder Freunde. Oh ne, der pfeifelnde Pinguin. Pigon. Meerschwein. Meerschwein? Pignon ist ein Meerschwein? Ich weiß es nicht mehr. Doch, ich glaube schon, oder? Piggy, Pig, Pack, ich hab. Das klingt wieder so, als ob ich schlau wäre, aber das. Ja. Lassen wir es mal. Reden wir da nicht weiter drüber. Macht nichts. Wacht auch irgendwann wieder auf. Außerdem sind wir sowieso jetzt, ne? Zack. Gut. Alle sind Level 34, das ist sehr vorteilhaft. Ich würde echt am liebsten wieder Valkyra vornehmen, weil es sich anfühlt, als ob sie bald Level abgeht. Weißt du was? Valkyra kriegt einen Boncher, weil sie so lieb war. Eisstrahl, oh, das ist auch cool. Ja, bitte. Bitte, ich bitte drum. Was bringt denn das nochmal? So. Verhöhner braucht kein. Nein! Nein! Ich drück falsche Tasten. Ich kam nicht zurück. Ich hab voll. Oh Mann, ey. Oh, Valkyrie entwickelt sich. Na nü. Klingeling. Ein größeres Eis. Yeah, ein Eis mit kleinen Händen. Mit kleinen T-Rex-Armen. Gelatropo. Jetzt mit ganzen Früchten. Schön. Schön, schön. Jetzt hat sie wenigstens auch einen Sinn. So, Rädchen müsste sich... Ja, auf was glaube ich nächste... Also, es fühlt sich so an immer.